Servus Leute, ja, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Oktober. Und ihr seht, boah, das war ein heftiger Monat. Ihr wisst, ja, es war die Frankfurter Buchmesse und ich bin da wirklich schwerst beladen wieder nach Hause gekommen. Aber ich fange jetzt bei meinen Neuzugängen erstmal mit den Büchern an, die vor der Messe war nicht viel. Und ich glaube, ich habe das vergessen letzten Monat, dementsprechend von Klett-Cotta, der Hobbit-Presse, von J.R.R. Tolkien mit Illustrationen von Alan Lee, Der Fall von Gondolin. Ja, das ist eine der großen Geschichten aus Mittelerde, aus dem ersten Zeitalter. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Geschichte schon, aber das ist, glaube ich, eine Christopher Lee, also dem Sohn von Tolkien, neu zusammengestellte Version, die, so wie es ausschaut, wirklich eine zusammenhängende Geschichte ergibt. Dementsprechend freue ich mich da auch mal drauf, das lesen zu können. Oh, und ich lege das gleich mal hier rüber. Dann mache ich gleich mal weiter mit einem Buch, das ich nach der Buchmesse mir erst holen konnte. Denn das gute Buch war leider Gottes schon ausverkauft, als ich mir das mitnehmen wollte auf der Buchmesse. Es ist von der Greenlight Press und die liebe Nadine Erdmann hat es geschrieben, die Lichtsteinsaga Aquilas. Ein unheimlich cooles Cover, wie ich finde, und ich lese euch ganz kurz mal vor, was hier hinten drauf steht. Die Welt der Menschen ist nicht die einzige verborgene, hinter mächtigen Grenzen existiert die Schattenwelt, das Reich der Dämonen. Ahnungslos wächst die junge Liv in der Menschenwelt auf, doch sie ist weit mehr, als sie ahnt. Als sie eines Tages die Barriere zwischen den Welten durchschreitet, wird sie mit der Kraft des Engelslichts konfrontiert und ihre Bestimmung. Die Zeit drängt, denn die Grenze zum Reich der Finsternis droht zu fallen. Falls ihr von der Autorin hören wollt, wie um was es in dem Buch geht, in meinem Sonntagsvideo von der Frankfurter Buchmesse erzählt sie davon. Das war mal dieses. Und jetzt fange ich mal, das hier ist eine sehr große Leseprobe von Der Insasse, der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek. Den habe ich ja, oder vielmehr die liebe Janine hat den interviewt, ich habe es gefilmt, in meinem Samstagsvideo von der Frankfurter Buchmesse könnt ihr das Interview sehen. Und da erzählt auch der Sebastian Fitzek von seinem coolen neuen Thriller. Ich habe ihn leider noch nicht, aber der wird wohl demnächst folgen. Aber das ist schon mal eine coole Leseprobe. Jetzt mache ich weiter. Und zwar, das sind die folgenden zwei Bücher. Sind tatsächlich Bücher, die ich mir nicht gekauft habe, deswegen sage ich das gleich mal dazu, sondern das sind
Rezensionsexemplare, wie man das auch immer sehen will, die mir die Verlage oder die Autorin in diesem Fall beim nächsten in die Hand gedrückt habe. Und da, nimm mit und lies mal. Ja, wo alles beginnt. Hazelwood von Melissa Albert vom Dressler Verlag. Und alles endet. Seit Alice denken kann, wird sie vom Unheil verfolgt. Dann stirbt ihre Großmutter, die mysteriöse Märchenerzählerin Althea Prospaine. Und kurz darauf verschwindet Alice Mutter spurlos. Zurück bleiben die Worte: Halt dich fern von Hazelwood. Alice spürt, dass sie ihre Mutter nur retten kann, wenn sie an den Anfang ihrer eigenen Geschichte zurückkehrt. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Ellery Finch bricht sie auf nach Hazelwood, dem tief in den Wäldern verborgenen Anwesen ihrer Großmutter, wo alle finsteren Märchen ihren Anfang haben und ihres vielleicht wabert. Ja, der New York Times Bestseller. Ich bin gespannt. Also, ich fand das Cover richtig, richtig cool und habe mir das dann so angeschaut und ja, wurde dann gefragt, so, hey, du bist doch Blogger, da, nimm's mal mit. Tja, ihr wisst, ich, wie gesagt, ich kaufe mir meine Bücher normalerweise selber, und das ist hier auch noch ein unkorrigiertes Leseexemplar. Also von dem her, boah, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Es hört sich auf jeden Fall geheimnisvoll und richtig, richtig cool an. Ja, und das Buch ist echt hübsch. Also es ist wirklich, wirklich schönes Cover mit so erhabener Struktur auf dem Schutzumschlag. Richtig cool. Dann, ja, war ich da unterwegs und die Autorin von Kamikaze, die Kerstin Filstedt. Die Autorin von Kamikaze hat mich filmen gesehen und hat ja mit mir ein Gespräch angefangen und hat mir, das ist glaube ich auch an meinem Sonntags Video zu sehen. Ja, da geht es tatsächlich um diesen Berliner Flughafen und warum der verdammt nochmal nicht fertig wird. Mit der Lizenz zum Schnurren. Als Katzenagentin Indy mitten in Berlin entführt wird, muss ihr Bruder Ian, überzeugter Stubenkater mit Schlafstörung, notgedrungen die heimischen vier Wände verlassen. Er stellt ein iCats-Elite-Team auf die Pfoten, das sich auf die Suche nach ihr macht. Gemeinsam mit einem arroganten Schoßhund, einer sprengstoffverliebten Ratte und einem halben Regenwurm heften sie sich an die Fersen des schwergewichtigen Unterweltbosses Maulwurf Sumo, um Indy aus dessen Klauen und der tödlichen Gefahr in einer Tierversuchsanstalt zu retten. Zählt jede Sekunde. James Bond kann einpacken. Die iCats decken auf. ja, das hört sich ziemlich crazy und ja, aber auch echt interessant an. Das sind so die Momente. Ich wäre in 1000 kalte Winde niemals an dieses Buch gekommen. Ja, aber ich bin jetzt froh, weil das hört sich irgendwie total lustig und kurios verrückt an. Und das ist so ein Buch, ja, da brauchst du ein bisschen die richtige Stimmung dazu. Ja,
aber dann macht es, glaube ich, richtig, richtig Spaß. Und da freue ich mich auch wirklich drauf. Ja, dann kam Doors. Ich wusste zuerst überhaupt nicht, was um Gottes Willen soll das. Warum bringt man drei Bücher gleichzeitig raus und die sehen dann auch irgendwie gleich aus? Und um was geht's da eigentlich? Ja, Markus Heitz, der Autor, der Bestseller-Autor Markus Heitz, erzählt da auch in meinem Samstagsvideo davon. Und auf meiner Facebook-Seite könnt ihr das einzelne Video dazu finden, also auf Gerdipedia TV. Das hier ist der Prolog und ja, der Beginn. Ja? Der schwerreiche Vater der vermissten Annalena van Damme schickt ein sechsköpfiges Team aus, um seine Tochter zu finden. Darunter einen Ex-Militär, eine Höhlenkletterin und einen Parapsychologen. Jede ist ein Experte auf seinem Gebiet. Jeder hat etwas zu verbergen. Und keiner wird das gigantische Höhlensystem unter dem Anwesen der Van Dams unverändert verlassen. Denn in der Dunkelheit entdeckt das Team geheimnisvolle Türen und muss sich auf Pfade jenseits aller Wissenschaft und Vernunft einlassen, um Annalena zu retten. Tja, das ist der Prolog. Und das hier sind jeweils die einzelnen Bände. Die drei Bände hier stehen komplett unabhängig voneinander und sind drei komplett unterschiedliche Geschichten, bis auf eben den Prolog, der hier, das ist halt so eine Sonderausgabe, die es jetzt nur auf der Frankfurter Buchmesse gegeben hat, aber dieser Prolog, also das hier ist der Prolog, den könnt ihr an jedem Buchanfang von diesen dreien auch finden. Das ist hier der Anfang. Ja, hier grau gekennzeichnet sozusagen. Also wenn ihr eines der Bücher gelesen habt mit dem Prolog, könnt ihr in den anderen beiden eben den Prolog überspringen. Weil, wie gesagt, der Prolog ist in allen dreien gleich. Und ja, aber dann habt ihr komplett drei unterschiedliche Stories. Ich finde das so unglaublich cool. Ja, die sind auch gar nicht so dick. Ja, sind so knapp nicht ganz 300 Seiten. Also für einen Heiz ist das nix. Das ist sehr, sehr dünn. Ja, und ich finde es richtig, richtig cool. Ja, der Markus Heitz hat auch von der Story ein bisschen erzählt. Also es gibt ja, total, also die Bücher sind wirklich scheinbar total unterschiedlich, auch in ihrem Verlauf und in den Todesraten sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auch drauf. Tja, dann ja, kam Klaus Hammering. Ich habe endlich mal Klaus Hammering persönlich kennenlernen dürfen. Das ist ein ganz junger, aufstrebender, junger Thriller-Autor. Und in Wahrheit ist es Laura Newman. Ja, eine meiner Lieblingsautorinnen, die unter dem Synonym Klaus Hammering Blutparadies geschrieben hat. Das ist ihr erster Thriller. Ja, sie muss runter von der Insel, weg von dem Hotel, weg von dem Zimmer mit all dem Blut.
Eine traumhaft schöne Insel inmitten der Karibik für die Gäste des neu eröffneten Luxushotels sollen es die schönsten Tage des Jahres werden. Doch schnell wird aus der Idylle ein kollektiver Albtraum. Es scheint, als wären die Urlauber nicht allein auf der Insel. Dieses Buch wird ihnen ihren Fernweg kurieren. Okay. Eine Wahnsinnsgeschichte mit viel Spannung und intelligenten Wendungen. Boah. Ich weiß, die Laura kann wirklich super gut schreiben. Ich bin halt kein so ein Thriller-Fan und Thriller-Leser, aber weil Laura Newman hinter Klaus Hammering steckt, kann ich nur unglaublich gespannt sein und mich auch sicherlich auf diese Wahnsinnsgeschichte freuen. Das wird ein richtig, richtig cooler Thriller sein. Es gibt härtere, hat man die Laura so mal durchblicken lassen. Also da gibt es heftigere Thriller, aber Blutparadies, das so unblutig wird es dann auch nicht. Tja. Und nun kam der Stellensand Verlag. Was soll ich sagen? Ich habe mein Trolley vollgeladen und so echt heftig. Ich fange gleich mal mit einem Buch an, das ich mir vielleicht könnt ihr es da oben sehen. Weiß ich gar nicht. Da steht es auf jeden Fall Streune. Das habe ich mir in Leipzig gekauft und das in Frankfurt. Warum, mögt ihr fragen? Ja, die coole, tolle Autorin Stefanie Scheurich, die war eben da und hat mir eben dieses Exemplar hier signiert. Und deswegen habe ich mir das einfach nochmal mitgenommen. Ich habe noch nicht so viele Bücher, also kann man. Ich lese euch das eben trotzdem mal vor. Borundrian heißt der Gute eigentlich. Boru hat die Schnauze gestrichen voll von seiner Ausbildung zum Hexenmeister. Während er lieber Sänger werden würde, besteht seine Mutter darauf, dass er sein Studium an der Zaubererschule vollendet. Er beschließt kurzerhand abzuhauen und seinen Traum zu verfolgen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist der Fluch seiner Mutter, der ihn in eine Katze verwandelt, sobald er die Welt der Normalos betritt. Aber von seinem neuen Körper lässt Boru sich nicht aufhalten. Er begegnet Greta, einer Internatsschülerin, die den streunenden Kater bei sich aufnimmt. Seine Mutter hat allerdings noch einige Tricks auf Lager, um ihren Sohn zur Vernunft zu bringen. Bald schon ist Boru hin und her gerissen zwischen der Pflicht, Greta nicht in die Probleme seiner Welt hineinzuziehen und dem Wunsch, bei ihr zu bleiben. Denn auch ein Kater kann sein Herz an ein Mädchen verlieren. Ja, und ich war hin und weg von diesem Buch, von diesem unglaublich schönen Cover und habe mich sofort in Leipzig damals in dieses Buch verliebt. Und als ich eben den Klappentext noch gelesen habe, war ich sowieso hin und weg. Und jemand, der, ich liebe meine Katzen und kann das alles irgendwie nachvollziehen. Katzen sind toll. Ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos. Das ist so. Und dementsprechend fand ich das Buch einfach zum Niederknien geil. Deswegen musste das signiert werden. Wo machen wir weiter? Ich glaube, ich mache mal hier weiter.
Ja, das ist Lestra von der lieben Fanny Bechert. Die Frau mit einem richtig coolen Style. Modisch. Richtig coole Klamotten immer auf der Messe angehabt. Das ist Elestra. Eis und Feuer und Eis. Ja, wie gesagt, alles was jetzt kommt, ist aus dem Sternensand Verlag. Tja, das ist der erste Teil von, ich glaube, einer fünfteiligen Reihe. Und das hat sich auch schon so cool angehört und das Buch und die anderen Cover von diesen Büchern sind sowieso, guckt euch das an, wie geil das ausschaut. Ne? Das ist, die Covers sind so zum Niederknien schön. Guckt mal. Oh, oder? Hammer. Eine verbannte Jägerin auf der Suche nach ihrem Gefährten. Ein Krieger aus den Reihen der königlichen Garde. Eine Macht, die beide untrennbar miteinander verbindet. Als die Elfe Lysanna herausfindet, dass ihr Gefährte von dem gefürchteten flammenden Lord gefangen gehalten wird, verspürt sie nur einen Wunsch, ihn zu befreien. Dabei zählt sie auf die Hilfe ihres Clans, Angelus Mortis. Mitten in der Vorbereitung auf den bevorstehenden Kampf taucht jedoch der Elfenkrieger Arthas in ihrem Dorf auf, mit dem sich Lysanna auf unerklärliche Weise verbunden fühlt. Liegt es daran, dass sie beide geheimnisvolle Kräfte in sich tragen und sie gemeinsam lernen müssen, sie zu beherrschen? Denn ihre vereinte Macht könnte die einzige Möglichkeit sein, den flammenden Lord endgültig zu vernichten. Doch selbst wenn ihnen das gelingen sollte, steht die wachsende Zuneigung, die zwischen Arthas und Lysanna entsteht, unter einem ungünstigen Stand. Die liebe Fanny hat so über ihre Geschichte, übrigens in meinem Sonntagsvideo, erzählt sie über das Buch. Erzählen eigentlich alle in dem Sonntagsvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall, meinen sie da, das ist so ein bisschen Herr der Ringe mit mehr Liebesgeschichte dabei. Ne? Also High Fantasy, und für mich hört sich das einfach richtig, richtig cool an. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Tolkien-Fan und High Fantasy. Ich bin da zwar sehr kritischer Leser, aber ich glaube, das wird mir richtig, richtig gut gefallen. Ich freue mich auch da drauf wie Sau. Gehen wir, glaube ich, ein bisschen nach Griechenland. B.E. Pfeiffer. Götterherz heißt das Buch. Seit Beginn ihres Familienurlaubs in Griechenland durchlebt die 20-jährige Penelope seltsame Träume. Jedes Mal findet sie sich an einem bedrohlichen Ort voller Monster wieder. Und jedes Mal erscheint ein mysteriöser Mann und verteidigt sie gegen diese Kreaturen. Als sie diesen Fremden auch in wachem Zustand trifft, blitzen Erinnerungen an ein früheres Leben in ihr auf. An ein Versprechen von Unsterblichkeit, an eine Liebe, die Jahrtausende überdauert hat, und an eine uralte Rivalität zwischen zwei Göttern, und einem davon gehört ihr Herz schon seit langer Zeit. Allerdings muss sie nun um ihn kämpfen, um ihn und um ihr eigenes Leben, das von Göttervater Zeus persönlich bedroht wird.
cool. Und auch wieder so ein unglaublich geiles Cover. Zieht euch das mal rein. Oh, ja, ich bin gespannt, was es mit diesem Mond auf sich hat. Und ja, hier ein Schwert und ein Kelch sind hier noch auf dem Cover. Es ist der erste Teil. Ich weiß gar nicht jetzt genau, ob das jetzt eine Trilogie ist oder eine Reihe. Also ihr wisst schon, noch mehr als drei. Oder bloß, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es eine Duologie ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ja, von Urban Fantasy wieder zu High Fantasy. Die liebe Caroline Emmerich, ja, erzählt auch samstags von sonntags im Sonntagsvideo von der Frankfurter Buchmesse von Elfenwächter, der erste Teil, Weg des Ordens, aus, wie gesagt, dem Sternensand Verlag. Die 17-jährige Triss wächst abgeschottet von der Außenwelt in einem Kloster auf, so wie alle Magier des Königreichs Almet. Ihr Leben ist eintönig, daher wünscht sich die junge Frau nichts sehnlicher, als dem Wächterorden anzugehören, um ihre Gabe zum Schutz der Menschen einzusetzen. Als ihr Traum plötzlich in Erfüllung geht, erhält sie von den Wächtern die Aufgabe, die Elfen auszukundschaften. Dieses Volk will sich trotz verlorenem Krieg nicht dem König unterwerfen und überfällt immer wieder die Dörfer in der Nähe seiner Landesgrenzen. Selbst überzeugt von den Missetaten dieser Wesen, trifft Triss auf einem Erkundungsritt den Elfen Avathandal, der jedoch gänzlich anders ist, als sie erwartet hat. Als sie sich schließlich in ihn verliebt, ist sie hin und her gerissen. Mit einem Mal hegt die junge Magierin Zweifel an den Motiven der Wächter. Hat sie sich für die falsche Seite entschieden oder ist es Avathandal, der sie täuscht? Und das sieht auch wieder so, so cool und so geil aus. Dieser Wald und die Bücher sind so schön. Das ist auch der erste Teil von einer Reihe. Und cool. Dann als nächstes von der Frau Spurry, das ist die Chefin, Gründerin vom Sternensand Verlag. Der rote Takar heißt dieses Buch und sieht auch wieder so, so cool aus. C steht für Corinne übrigens. Nochmal so. Vom wohlhabenden Mann zum Sklaven, von grenzenloser Macht zum Kampf ums Überleben. Erlebe die Geschichte des roten Takaras und wie er zu einer Legende von Karith wurde. Als mächtiger Magier und Sohn des Bürgermeisters gehört Arkan zur privilegierten Oberschicht der Hauptstadt Karith. Doch als er sein Herz an ein Sklavenmädchen verliert, bedeutet dies nicht nur das Ende seines wohlhabenden Lebens, sondern auch den Beginn einer abenteuerlichen Reise, die ihn an die Grenzen seiner Kräfte bringt und ihm aufzeigt, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht mit Gold gekauft werden können. Cool. Hört sich irgendwie nach so einer Art wisst ihr, so eine Art Piraten Sklaven-Saga irgendwie an. Und das das Cover, ne, Piratenschiff oder irgendwie so, der rote Takar, das hört sich schon danach an. Cool, richtig cool.
ist bestimmt ein richtig, richtig geiles Buch. Und ich glaube, das kann man so richtig, richtig schnell wegsuchten, glaube ich. Ohne Witz, ich denke, das ist so ein Buch, das du nur einmal in die Hand nimmst und wenn du zu Ende gelesen hast, dann legst es wieder weg. Ein weiteres Buch von der Corinne Spöri, Unlike von Goldfischen und anderen Weihnachtskeksen. Und das ist nun ein Buch, das ich hätte es bestimmt, nein, ich hätte es nicht gekauft. Einfach nur vom Cover her, nein, sicher nicht. Aber als ich das Buch dann auf der Buchmesse in Frankfurt so in die Hand genommen habe und mir das so nacheinander durchgelesen habe, habe ich gemerkt, wie sich mir so ein extrem hartes Grinsen ins Gesicht so gebrannt hat. Versteht ihr? Fomse. Ne? Aber ich lese euch das jetzt mal vor. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Evan hat in seinem Leben schon viel Mist gebaut. Doch seit 5 Jahren ist es ihm gelungen, nicht mehr auf die schiefe Bahn zu geraten. Er wohnt in New York, hat einen Job, eine Wohnung, keine nervigen Freunde. Alles wäre eigentlich so weit in Ordnung, abgesehen von der bescheuerten Weihnachtszeit, die gerade in vollem Gange ist. Und ausgerechnet jetzt mischt sich auch noch der schwule Nachbar in sein Leben ein. Diese kann nicht mehr mit ansehen, wie Evan sich abkapselt und plant deswegen über eine Single-Plattform ein Date für ihn. Sarah, eine Londoner Studentin, wird für eine ganze Woche anreisen. Allerdings in der falschen Annahme, dass sie mit Evan gechattet hat und er sich auf ihren Besuch ebenso freut wie sie. Als wäre das nicht schon verheerend genug, ist Sarah auch noch das komplette Gegenteil von ihm. Sie liebt Weihnachten und kommt einzig und allein nach New York, um hier den romantischsten Urlaub ihres Lebens zu verbringen. Zusammen mit Evan. Das ist so ein absolutes Weihnachtsschmankerl. Und ich habe mir schon ganz fest vorgenommen, dass ich das so über die Weihnachtstage, eben so ab dem 24. bis zum 26. Wenn es so lang dauert, ich glaube, das lese ich eher schneller. Da werde ich mir das reinziehen, so als mein diesjähriges Weihnachtsbuch. Und mal ehrlich gesagt, es ist eines der Bücher, auf das ich mich von allen wirklich richtig extremst hat freue. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool und so ein richtiges lustiges und Buch zum gut drauf sein. Ich freue mich sehr. Dann machen wir mit dem Buch von J.K. Bloom machen wir weiter. Wächter der Runen. Auch aus dem Sternensand Verlag. Und schaut euch mal dieses coole Buch an. Ihr könnt es jetzt hier nicht sehen, aber ihr könnt hier diese Runen sehen hier, ne? Die hier drauf sind und auch hier und hier. Wenn ihr dieses Buch ins Licht legt, dann laden sich diese Runen mit Lichtenergie auf und leuchten dann im Dunkeln. Das ist nicht cool? Ich finde die Idee einfach cool. Aber nichtsdestotrotz ist man, was außen immer drauf ist, das Cover ist wieder
einfach der Hammer, sieht so cool aus, aber der Inhalt, ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Finn ist Kopfgeldjäger und sein nächster Auftrag lautet: Finde die abtrünnige Ravenna. Und liefere sie dem Imperium lebend aus. Für Finn eigentlich keine große Herausforderung. Doch dann stößt er auf immer mehr Ungereimtheiten. Warum sucht das Imperium seit Jahren erfolglos nach ihr? Welches dunkle Geheimnis umgibt sie, dass der Herrscher alles daran setzt, sie lebend zu fangen? Je mehr er über Ravenna in Erfahrung bringt, desto stärker regt sich in Finn etwas, das für jeden Kopfgeldjäger das Todesurteil bedeuten kann. Zweifel, ob er tatsächlich das Richtige tut. Das ist jetzt ein kleines bisschen dicker, diese, ja, das sind wir ein bisschen über 500 Seiten. Aber ich glaube auch, das ist so ein Buch, das du ganz, ganz zügig lesen kannst. Wunderschönes Buch. Die Story ist sehr, ja, hört sich total interessant auch an. Und ja, ich freue mich total drauf. Dann kommen wir erstmal, ja, und zwar die Maya Shepherd, ja, schreibt ja die Grimm-Chroniken, und ich habe mir zwei von diesen Grimm-Chroniken mal mitgenommen, und zwar den, glaube ich, ersten Teil. Ja, sind ja ziemlich dünn und ja, mal zum richtig, richtig schön schnell weglesen. Die Apfelprinzessin. Dieses Buch gewinnt mit dem Es war einmal. Denn auf diese Weise fangen alle die Lügen an, die Wilhelm und Jakob in die Welt gesetzt haben. Dies ist kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte. Es heißt, die Bösen werden bestraft und die Guten leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das Leben ist aber nicht schwarz-weiß, gewiss nicht glücklich. Rot ist die Farbe, die über das Schicksal bestimmen wird. Die Lüge ist oft nicht von der Wahrheit zu unterscheiden, am wenigsten, wenn die Wahrheit zu schrecklich ist, um sie glauben zu wollen. Puh. Ja, die Apfelprinzessin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich glaube, das ist Schneewittchen hier. Ja. Und ich weiß noch nicht, was das gibt. Das ist, sieht ja auch wieder zu geil aus, dieses Cover. Ja, ich glaube, Asche, Schnee und Blut, das könnte vielleicht Aschenputtel sein, ne? Cinderella. Die zweite Folge der Grimm-Chroniken enthüllt ein Schneewittchen, wie es bisher niemand kannte. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, ebenso wie zwischen Wahrheit und Lüge, Vergangenheit und Gegenwart, Traum und Realität. Wer hat ihnen das angetan, flüsterte Maggie. Der Mann richtete seine grauen Augen auf sie. Schneewittchen, stieß er mit seinem letzten Atemzug hervor, bevor sein Herz zum Stillstand kam. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Puh, da ist der Akku ausgegangen. Ich hoffe, ich bin jetzt. Das nächste Buch ist der zweite Teil von Ewig Roses von der Jasmin Romana Welsch. Verführen will gelernt sein, heißt der zweite Teil.
um was geht's in dieser Reihe? Ja, da ist ein Mädel, die braucht ziemlich schnell viel Geld und braucht ja irgendwie einen Job dafür. Ihr Ex-Freund, ja, der kommt auf sie zu und meint, ja, er hat ja einen Escort-Service. Nö. Und ja, ob sie da nicht mit einsteigen will. Und ja, was da so dann passiert in diesem Escort-Service, davon denke ich mal handelt Ewig Roses. Ja, das hier ist jetzt der zweite Teil. Den habe ich mitgenommen und mir signieren lassen. Ja, ich bin gespannt. Es ist mal wieder was ganz was anderes, was ich eigentlich nicht so ja, lese. Aber die Story an sich hat sich so interessant angehört, dass ich mir gedacht habe, hey, das mal ein bisschen Genrewechsel, das ist bestimmt überhaupt nicht verkehrt. Ja, dann kommen wir zu dem Buch, das ich aktuell sogar lese, und zwar von Nadine Roth, Bloody Mary. Du darfst dich nicht verlieben. Tja, mein Name ist Mary, Bloody Mary. Sie rufen mich und ich töte sie. Doch dieses Mal nicht. Er hat mich gerufen und das hat alles verändert. Im Jahr 1990 wird die 16-jährige Mary Jane Wyler von einem Serienmörder auf grausame Art und Weise umgebracht und findet sich in der Totenwelt wieder. Gefangen hinter Spiegeln wartet sie darauf, dass jemand nach ihr ruft, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Der 17-jährige Evan glaubt nicht an diesen Mythos und um seinem Bestfreund zu beweisen, dass alles reine Fiktion ist, ruft er den Rachegeist und sieht sich plötzlich Bloody Mary gegenüber. Aber ist sie tatsächlich so blutrünstig, wie die Legende behauptet, oder steckt hinter der furchteinflößenden Gestalt nur ein einsames Mädchen, das sich nach Mitgefühl und Wärme sehnt? Evan versucht, zu Mary Jane Wyler durchzudringen, und er spielt damit mit seinem Leben. Puh, in der Welt der Toten gibt es drei Regeln. Zeige keine Gnade und zeige keine Schwäche, zeige keine Gefühle. Ich habe jede einzelne gebrochen, meint die Mary Jane Wyler. Ja, Hammer. Richtig, richtig, richtig cool. Heute ist Halloween. Also, ich drehe das heute an Halloween und dementsprechend will ich das heute, ja, heute Abend, heute Nacht weiterlesen. Ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, will ich jetzt nicht sagen, aber positiv gestimmt gegenüber dem Buch. Ja, kleine Kritiken gibt es vielleicht, aber ich glaube, ich mache über das Buch auch noch eine kleine Buchvorstellung, rezensiere das mal ein bisschen. Es ist ein richtig, richtig cooles Buch. Und ich freue mich drauf, das jetzt heute an Halloween zu lesen oder weiterzulesen. Dementsprechend, ja, richtig cool. Und es ist auch wieder so, so schön, dieses Buchcover. Oh, Sternensand Verlag, ey, ich habe das jetzt echt drauf. Tja, dann, ja, fange ich mit, nee, ich mache das gleich so,
Ich musste. Ich habe jetzt, weil ja viel Bücher. Ich wollte möglichst viele und von unterschiedlichen Autorinnen Bücher aus dem Sternensand Verlag mitnehmen und ich habe nicht alle Autorinnen geschafft, weil einfach zu viele Bücher. Ja, aber ich habe die Geschichte, die habe ich so, da habe ich so den Klappentext gelesen. Deswegen will ich das euch jetzt auch gar nicht vorenthalten. Und dachte mir, ich will alle diese Bücher und ich will sie sofort und unbedingt sofort lesen. Benji, Livy, Dämonenjagd für Anfänger. So hat sich Livy ihren Tod nicht vorgestellt. Sie bekommt einen Job, der aus Heulen und Scharade besteht. Einen altklugen Kollegen mit sexy Stimme, aber ohne Gesicht und eine staubige Dachkammer, ohne Internetanschluss. Livy ist jetzt die Benji von Schloss Harrowmore und hat ihr in ihrer Rolle als Schutzgeist die Aufsichtspflicht über eine der tollpatschigsten Familien Englands. Als dann auch noch ein nachtragender Dämon auftaucht, um eine uralte Rechnung zu begleichen, ist Livys Tod endgültig aufregender, als es ihr Leben jemals war. Ne? Ihr versteht, ich habe den Klappentext gelesen und muss so lachen, weil es irgendwie so verrückt ist. Ja, die Livy oder Olivia heißt sie ja eigentlich. Ja, die stirbt, kommt ums Leben und wird zu einer Benji. Benjis sind Schutzgeister für bestimmte Familien. Dieser Benji-Mythos ist in Irland und in Schottland sehr verbreitet. Und da haben besagte Familien haben ihre eigene Benji, eben einen Schutzgeist. Und den Job für die Harrowmores, den muss eben die Olivia übernehmen. Und die hat da so eine Art Vorgesetzten noch. Das ist auch eine sehr interessante Type. Zum Schießen komisch irgendwie. Aber nicht nur komisch, sondern auch sehr spannend und mitreißend und Hammer. Ohne Witz, ich habe nach der Buchmesse, ich habe ja meine Videos schneiden müssen und ich hatte ja Gott sei Dank Urlaub irgendwann war es dann soweit, ich musste anfangen, diese Bücher zu lesen. Und ich habe selten, der habe ich am längsten gebraucht, noch. Dann der zweite Teil, das ist hier, Weltrettung für Fortgeschrittene heißt der. Ja. Der ging noch mal schneller und ich glaube, ich habe kaum, dass ich das Buch angefangen habe, den dritten Teil Sterben für Profis, war ich auch schon durch. Ich habe dieses Buch, also ohne Scheiß, ich habe diesen dritten Teil, ich habe den so dermaßen extremst inhaliert regelrecht. Das war schon extrem. Deswegen hau ich auch mal gleich. Ihr wisst ja, bei mir Bewertungen sind immer so eine Sache.
Ich bewerte nicht mit Sternen, 1 bis 5 Sterne, bla. Ich bewerte in dem Hochschulschlüssel mit 15 Punkte, was eben das Beste ist, und eben 0 oder 1, ziemlich mies. Dementsprechend würde ich sagen 14 Punkte für den ersten Teil, 15 Punkte für den zweiten Teil und nochmal 15 Punkte für den dritten Teil. Das Ganze hat die liebe Miriam Rademacher geschrieben und natürlich im Sternensand Verlag veröffentlicht. Und das ist der Hammer. Ohne Witz, jetzt mal frei von der Leber weg. Das ist gnadenlos geil. Ohne Witz, die Bücher sind so geil. Macht er absolut nichts verkehrt. Ich habe schon nachgefragt, wann denn, ich habe noch keine Antwort gekriegt, aber das Problem ist, der dritte Band, der ist noch gar noch nicht so lange erschienen. Nämlich erste Auflage Oktober 2018. Verdammt. Deswegen, ich bin schon so gespannt auf die Fortsetzung. Was habe ich sonst noch bekommen? Ich habe einen Haufen richtig, richtig schöne Lesezeichen mitgenommen. Man kann ja nie genug Lesezeichen haben, und Postkarten. Richtig coole Postkarten, schau. Die Welt der Portale steht da oben, habe ich schon, auch von der B.E. Pfeiffer. Weitere Bücher aus dem Sternensand Verlag sind bestellt. Die sind, glaube ich, schon auf dem Weg zu mir nach Deutschland. Denn der Sternensand Verlag ist ein Schweizer Verlag. Dementsprechend haben diese auch übrigens keine Buchpreisbindung. Und ab und zu gibt es da auch mal so eine Rabattaktion, wie vor kurzem. Wie lang geht das Video jetzt? Ich glaube, das war's. Oder? Oh ja, genau. Ich habe noch ein E-Book vergessen. Und zwar aus dem, die Greenlight Press, so heißt der Verlag. Aus der Reihe Das Erbe der Macht und Nix Quade. Das ist der erste Teil von der zweiten Staffel. Die erste Staffel von Das Erbe der Macht hat ja 12 Teile. Und das ist jetzt im Prinzip der 13. oder eben erste Teil der zweiten Staffel. Und ich bin schon so gespannt. Das Cover sieht... Hier blende ich es mal ein. Sieht richtig, richtig geil aus, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin irgendwie momentan ein bisschen, fast ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weiterzulesen, weil ich so viele ultra geile neue Bücher habe. Und ich bin fast ein bisschen überwältigt, wo ich da weiterlesen soll. Also ich habe erstmal einen Lesestoff und ich habe, oh Gott, mein Sub. Was will man machen?
ja, das war mein meine Neuzugänge aus dem Oktober und meine Messe-Neuzugänge und im Speziellen die Neuzugänge vom vom Sternensand Verlag aus der Schweiz ist der Verlag. Ich packe euch mal die Verlagsseite vom Sternensand Verlag unten rein, weil ihr müsst wissen, der ist ja ein Schweizer Verlag und in der Schweiz gibt es keine Buchpreisbindung. Also da gibt es auch ab und zu mal so Rabattaktionen und irgendwelche Specials. Wenn er, glaube ich, ein bisschen, ja, eine Mindestmenge an Büchern, und die findet er locker, bestellt, ist auch der Versand kostenlos. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine Massen an Büchern. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.